Hätte ich diese Maschine bloß von Anfang an gehabt. Hätte ich dieses Teil von Anfang an gehabt beim Verputzen dieses Hauses, plus das Wissen, was ich heute habe, dann könnte ich mir jetzt nicht nur das Spachteln bei 500 Quadratmetern sparen, sondern hätte eine Menge Zeit und eine Menge Mühe gespart. Die Firma, die mir dieses Gerät zur Verfügung stellt, ist eine absolute Profifirma. Damit arbeiten die harten Jungs. Und ich habe gekratzt, gekratzt, gekratzt. Bis sie gesagt haben, okay, dein Projekt ist so durchgeknallt, da drücken wir mal ein Auge zu. Vielen lieben Dank. Tja, um was handelt es sich? Aufmachen? Ab geht's. Ach ja. Das ist Werbung. Und ich bin stolz, dass ich sie machen darf. Könnte auch eine Ausstattung für einen Sniper sein. Die Wirkung ist, glaube ich, nicht weniger. Auf geht's. Okay, was haben wir hier Geiles? Das ist die PFM 5 von Rukamat. Und zwar ist das ein Gerät, das ihr im Grunde nur fürs Verputzen nutzen könnt. Aber da ist es sehr, sehr vielfältig einsetzbar. Hier seht ihr, wie es in Aktion aussieht. Und unter diesem Teller hier können dann verschiedene Schwämme befestigt werden. Und das erleichtert dir natürlich enorm die Arbeit beim Schwemmen. Also der Schritt, bevor du glättest. Oder auch beim Reibeputz oder anderen Tätigkeiten, die ich überhaupt nicht kenne. Ich weiß nur, dass Profis von euch in der Kommentarleiste geschrieben haben, sag mal, warum nutzt du keine Rukamat? Ich so, was? Und für die ist das so wie Tempo. Taschentücher, ne? Also Rukamat. Ist doch klar, was ich meine. Und dann habe ich gesehen, dass ich im Grunde die 500 Quadratmeter, die ich hier jetzt schon verputzt habe, mir sowas von erleichtert hätte mit diesem Profigerät. Also ich blicke auf dieses Gerät mit einem lachenden und weinenden Auge, weil natürlich habe ich irre viel Zeit vergeudet. Umso mehr freue ich mich natürlich, diese Möglichkeit jetzt zu haben, euch das zu präsentieren, es auszuprobieren und zu sehen, wie es funktioniert. Tausend Dank an Rukamat, dass ihr das Vertrauen in mich habt, dass ich mit diesem Gerät nicht so link umgehe, dass alle Welt sich totlacht. Ich werde mir große Mühe geben. Und uns wünsche ich jetzt viel Spaß beim Entdecken dieser geilen Maschine. Auf geht's! Okay, Leute, ich muss gestehen, ich bin heute so ein bisschen... Fehlt so ein bisschen die Power. Aber meine Maxime ist, wenn es gut läuft, kannst du schwer noch einen drauflegen. Aber wenn es schlecht läuft, dann kannst du trotzdem durchziehen. Genau das mache ich jetzt. Zum ersten Mal probiere ich die Rukamat aus. Na, dann legen wir mal los. Erst ein bisschen Wasser drauf. Geiler Moment. Kann jetzt total geil werden, total scheiße werden, weil ich es nicht drauf habe. Alles ist möglich. Ich spüre, das wird perfekt, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh. Erstaunlicherweise. So ein bisschen früh. Das ist einfach nur geil. Das führt dazu, dass alles total gerade wird. Mit dem Schwammbrett hätte ich das nie so hingekriegt. Alter Vater. Oh Gott, ich bin ganz andächtig. Das war's schon. Jetzt kann ich direkt glätten. Das war jetzt, was, keine 30 Sekunden, oder? Warum habe ich das Ding nicht schon früher gehabt? Das ist wie beim Flügeln beim Beton. Versuch mal, beim Beton mit einer Kelle glatt zu kriegen. Also eine Fläche. Das ist die Irre. Deswegen hast du eine Flügelmaschine. Erst mit der Scheibe, dann mit dem Flügel. Das ist quasi die Scheibe.
Und die Scheibe egalisiert schon total. Und das ist, was hier passiert. Und das ist, was mich dabei so anrührt, ist, dass ich 500 Quadratmeter ohne dem Teil gemacht habe. Und jetzt 500 Quadratmeter nicht so schön sind, als dass ich sie so lassen könnte. Und ich muss alles spachteln. Das ist Materialkosten, das ist Zeit. Und wenn du es in einem hast, geil. Auch der Zeitgewinn gegenüber dem Reibebrett und die Kraft. Naja, die Profis, Mucki, aber die nehmen ja auch das Teil. Ich mache jetzt schon eine heilige Handlung draus. Es ist klar, dass die Frage ist, hätte ich das so schön machen können auf die komplette Fläche? Naja, mit der Zeit bekommst du die Übung. Jetzt ist es wirklich, jetzt ist es fertig. Ne? Also da schleifst du noch einmal mit 120er Papier drüber und Game over. Jetzt habe ich schon ein bisschen frischer angefangen. Geht einmal vorbei. Einmal fragen. Ich glaube, das ist ein besser gerade. Hier war gerade so eine Welle. So, hier war einiges zu begradigen. Völlig problemlos. Ah. Ja. Geil. Okay, soweit so gut. Die unteren Flächen sind noch zu frisch. Lasse ich jetzt ein bisschen stehen. Auch das hier war jetzt ein bisschen zu frisch. Also da hätte ich auch noch ein bisschen warten können. Und jetzt mache ich noch mal ein Stückchen, um den Rest des Putzes, der noch im Schlauch ist, zu verwerten. Perfektionieren wir hier noch ein bisschen. So, ihr seht jetzt, also hier sind die Schnellputzleisten angebracht, damit ich bei jeder Stufe mit der Kartätsche abziehen kann, ja, dass ich nicht irgendwo freihändig arbeiten muss, was ich ja nicht kann. Profis machen das freihändig, ich mache das natürlich mit Putzlehren. Hier, da könnt ihr sehen, wie glatt das alles ist. Oberhalb davon habe ich es schon gemacht, unterhalb ist noch zu machen. Wenn ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die das 30 Jahre machen, die sind den ganzen Tag nur am Zaubern. Ja. Zack, 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 alles funktioniert wie im Schlaf, alles ist perfekt. Bam, bam, bam. Boah, Wahnsinn. Typen sind einfach von einer Welt. Es gibt noch einen zweiten. Ersten Gang mit der Ruckermat durch, und zwar mit dem groben Schwamm, und jetzt kommt der super feine Schwamm. So sieht der grobe aus, und das ist der super feine. Mit dem super feinen gehen wir jetzt drüber. Das ist jetzt hier nur noch, man spürt, dass es frisch ist, aber es ist schon sehr fest, und ich weiß nicht genau, ob das der richtige Moment ist, aber ich habe das Gefühl, das ist gut so. Und ich bin jetzt mega gespannt, was danach passiert, weil jetzt ist es ja schon quasi fertig. Und Achtung, jetzt ist Streiflicht, ne? Also Streiflicht ist. So, dann wird die Platte hier abgezogen. So, und ich lege mir die auf den Boden, weil dann kann ich ganz genau das in die Mitte setzen. Ich denke, dass das wichtig ist, um zu vermeiden, dass es eiert.
muss wirklich sagen, die ersten 30 Sekunden dachte ich, wie funktioniert das jetzt? Das haute so ab und so. Jetzt wie eine Verlängerung meines Arms. Ich verstehe gar nicht, warum ich das nicht schon vorher angetroffen habe. Warum müssen mich erst Profis darauf hinweisen? Warum ist das nicht überall auf YouTube? Also, wie will man verputzen ohne dem Ding? Also, Gips verputzen, ich weiß nicht, anderen putzen, alles. Also, ich weiß ja nicht, was Q4 ist, aber das ist eine Glasplatte. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Übergang hier ist nicht so gut geglückt. Ist schon sehr fest. Das wird schwer. Jetzt geht's aber richtig zur Sache. Hier noch so ein Griff. So, das wäre glaube ich noch gut. Gesehen, wie ich das rausgeholt habe? Alter, Gott, ich habe ständig diese Gedanken. Hätte ich diese Maschine bloß von Anfang an gehabt. Oh. Da gehe ich dann nochmal drüber und dann ist es perfekt. Kannst du gar nicht fassen. Noch einen Durchgang zu machen, muss aber jetzt weg zur Arbeit. Also nochmal, das ist Werbung vom Herzen. Rockermart, merci. Danke, dass ihr mir dieses Teil hier zur Verfügung gestellt habt. Danke an die Profis, die mich darauf hingewiesen haben, dass es dieses Ding gibt. Die Maschine ist jeden Cent wert, wenn man ein ganzes Haus verputzen will und natürlich, wenn man mehr machen will. Und damit zurück ins Studio.